Hallo, jeder liebt es, jeder kriegt es. Die Rede ist natürlich von der Lernplattform der Herzen, von Mebis. Hinter mir seht ihr schon die Startseite und obwohl Mebis optisch doch sehr im Charme der Nullerjahre verhaftet ist, so bringt es doch eine Menge an Funktionen mit und diese Funktionen machen Mebis zu einem wertvollen Tool im Unterricht. Hallo, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie hier die grundlegenden Einstellungen zu treffen sind, oben in der grauen Leiste. Jetzt werfen wir näher einen Blick auf den Schreibtisch. Das ist dieser dunkelgraue Bereich hier unten. Grundsätzlich könnt ihr die Ansicht dieses Schreibtisches in einem gewissen Maß anpassen. Die Möglichkeiten sind begrenzt, aber trotzdem kann man hier ein bisschen was bearbeiten. Im Wesentlichen lässt sich hier zwischen Blockansicht und Listenansicht wählen. Der Unterschied ist recht eindeutig, während der Reihe nach sortiert oder eben in diesen Blöcken. Ebenfalls interessant ist hier das Dropdown-Menü, denn das legt fest, wie sich die Kurse verhalten, welcher Kurs am weitesten oben und damit am aktuellsten ist. Beispielsweise kann ich alphabetisch nach Kursnamen sortieren. Die Sortierung liegt, wie gesagt, bei euch. Ich kann nach eigener Reihenfolge sortieren oder aber zum Beispiel auch auf letzten Zugriff gehen. Ja, der Orden hat sich wenig geändert. Ich kann alphabetisch nach Kursname sortieren. Auch hier. Oder nach Kursbeginn. Je nach Einstellung, die eure Lehrkraft getroffen hat, ergeben sich hier leichte Veränderungen. Der für mich wichtigste und praktischste Block allerdings ist etwas versteckt. Hier oben, kurz unter der grauen Leiste, findet sich der Reiter Schreibtisch bearbeiten. Und dringenderweise solltet ihr hier Neuigkeiten der Kurse anzeigen. Denn wenn ihr das aktiviert, erhaltet ihr hier oben ein kleines Neu, das euch darauf hinweist, dass sich etwas getan hat. Und auch ein weiterer Block ist sehr, sehr wichtig, wenn ich etwas nach unten scrolle, nämlich der Reiter Meine Apps. Und hierbei Block hinzufügen. Ich würde euch drei Blöcke empfehlen, die ich für sehr sinnvoll erachte. Zum einen ist es der Block Aktuelle Termine. Nun kann ich erkennen, welche Aufgaben fällig sind, was abgegeben werden sollte. Hier ist einmal eine Dateiabgabe erwartet für 13.56 Uhr und für heute um 16.30 Uhr bei Gun Culture. Ein weiterer sehr empfehlenswerter Block ist der Block Kalender. Darin sind Termine enthalten, rund um den heutigen Tag, an dem Arbeitsaufträge fällig waren. Und ein praktischer, nicht unbedingt notwendiger Block ist der Block Kommentare. Dieser ist praktisch für euch selbst. Ich kann mir zum Beispiel einen Test, eine Nachricht hinterlassen, unbedingt erledigen, kann mich damit an wichtige Dinge erinnern. Also man kann es nutzen wie einen Notizzettel. Nun hat man aber das Problem, all diese wichtigen Sachen sind relativ weit unten, vielleicht werden sie nicht sofort angezeigt, deshalb lassen sich die Blöcke verschieben. Ein Klick auf das kleine Zahnrad ermöglicht mir, den Reiter Aktuelle Termine zu konfigurieren. Hier muss ich zuerst alle Einstellungen freigeben und so kann ich die Blöcke zum Beispiel nach oben setzen. Änderung speichern, wie immer, und schon ist der Block oben am Schreibtisch. Das gleiche mache ich mit dem Block Kalender. Mit den weiteren Reitern könnt ihr noch ein bisschen experimentieren. Ihr könnt auch mit den Layout-Positionen experimentieren. Das Ganze liegt bei euch und ihr habt da durchaus ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit. Wichtig hier ist Schreibtisch fertig.
klicken. Und schon habe ich hier oben die aktuellen Elemente und die Kurse weiter unten. Und damit wird es sehr viel leichter, die Übersicht, den Überblick zu halten über Arbeitsaufträge, die noch fällig sind, Arbeitsaufträge, die noch unbedingt erledigt werden müssen oder auch einfach über Nachrichten und Erinnerungen.